sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 928. Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Für uns als Kunden ist es manchmal schwer zu durchschauen, welche Marketing- und Werbekonzepte so vereinzelt die Firmen haben. Ich gebe euch ein Beispiel, die Firma Aral. Bei Aral kann man ja nicht nur Punkte sammeln, wenn man tankt, sondern es gibt derzeit auch eine zusätzliche Marketingaktion, wenn man 3x30 Liter tankt und die Tankabschnitte abheftet. Da gibt es so ein kleines Heftchen, da kommt die rein und ein Stempel vom Tankwart drauf. Dann kann man in Hamburg einen Fußball kaufen, und zwar einen UEFA-Fußball, Euro 2008-Fußball, und muss dafür noch 2 Euro bezahlen, dann bekommt man diesen Ball. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, warum man eigentlich 2 Euro bezahlen soll, wenn man eh schon 3x getankt hat, denn ich weiß nicht, was so ein Ball in der Herstellung kostet, aber ich würde mal sagen, 10 Cent in China, würde ich jetzt mal tippen, kostet der Ball. Warum soll man dann eigentlich 2 Euro noch dafür bezahlen, wenn man eh schon 3x getankt hat? Aber das ist gar nicht das Thema, sondern ich habe bei meiner Tankstelle in Hamburg, ich tanke ja immer bei Aral bei mir um die Ecke, habe ich 2x schon für 30 Euro getankt und bin heute unterwegs gewesen in Nordrhein-Westfalen, nämlich in Willich. Und da habe ich dann gesagt, ja, ich möchte jetzt, nachdem ich ja auch für 30 Liter getankt habe, möchte ich den dritten Kassenzettel hier einheften und dann bekomme ich ja einen Fußball. Und da guckt er mich an und sagt, nein, wir hier sind Pächter und wir haben eine andere Aktion. Wenn man bei uns 3x für 30 Liter tankt, dann bekommt man ein Badminton-Set. Das ist leider für Sie als Kunde nicht so leicht von außen zu erkennen. Sage ich, ja, das ist tatsächlich nicht zu erkennen, denn hätte ich das gewusst, hätte ich jetzt nicht hier getankt, sondern bei der nächsten Aral-Tankstelle, die an meiner Aktion teilnehmen, dann, dass ich diesen Fußball bekomme. Aber er sagt, nein, das geht leider nicht. Dann sage ich, ja, okay, hätte ich wissen müssen, Pech gehabt. Ich nehme noch eine Bockwurst und werde die hier gleich essen. Und während ich da so an meiner Bockwurst kaute, kam der Pächter nochmal auf mich zu und sagt, geben Sie mir mal Ihr Heft. Sie haben ja eh schon gesagt, dass Ihnen eigentlich ein Badminton-Set lieber wäre als ein Fußball. Noch dazu muss man sagen, wenn man bei dieser Tankstelle in Willich, die nimmt auf jeden Fall an dieser Aktion teil, tankt 3x für 30 Euro, dann kriegt man das Badminton-Set auch kostenlos, also ohne Zuzahlung von 2 Euro. Und er bot mir dann an, dass ich quasi die vorhandenen Tankbelege bei ihm übernehmen könne und dann hätte ich ja das dritte Mal schon zusammen. Und so habe ich heute freundlicherweise, und das hat mich echt riesig gefreut, dieses Badminton-Set bekommen, sodass ich jetzt ein schönes neues Badminton-Set habe. Muss ehrlich sagen, das ist Kundenservice. Ich weiß nicht, ob jetzt diese Aral-Tankstelle in Willich da was drauflegen muss. Ich weiß es wirklich nicht, kann es mir vielleicht auch nicht ganz vorstellen, aber auf jeden Fall ein unglaublich netter Kundenservice. Die haben sofort gesehen, wie man den Kunden, in dem Fall mich, glücklich macht. Das wünscht man sich häufiger. Ja, also bei Aral generell finde ich es ja eh schon sehr, sehr nett im Vergleich zu den anderen Tankfirmen, aber das war heute ein bisschen, wie man so schön sagt auf Neudeutsch, over the top. Was ist noch over the top? Ihr habt ja viel in den Medien gehört, das neue iPhone gibt es ja seit vergangenen Freitag und Besitzer des iPhones der ersten Generation, so wie ich, die haben gar nicht so große Nachteile, wie es zunächst scheint. Denn es gibt eine neue Software für das iPhone der ersten Generation und die habe ich längst drauf und diese Software kann etwas, das haut mich fast um. Ich rede jetzt nicht von der grandiosen Exchange-Server-Unterstützung, sodass ich meine Firmen-E-Mails, Kontakte und Kalendereinträge jetzt auch immer sofort auf dem iPhone habe. Nein, ich spreche von den frei installierbaren Applikationen. Wenn man sein iPhone um Funktionen erweitern möchte, dann geht man einfach auf den sogenannten Application Store, heißt App Store, und kann sich dann ein Programm runterladen. Der Name ist ein bisschen irreführend, denn die verkaufen ja nicht zwangsläufig was im Application Store, weil viele, viele sehr, sehr geile Anwendungen sind kostenlos downloadbar. Und eines davon, das möchte ich euch heute ganz kurz näher vorstellen, das heißt Shazam. Man geht also einfach in den App Store, sucht nach Shazam, wie es geschrieben wird, findet ihr auf der Nachtzug nach Hamburg Homepage und dann hat man ein super geiles kleines Tool drauf. Wenn man nämlich irgendwo ist, sei es unterwegs
irgendwo beim Shopping oder man ist bei Freunden. Irgendwo läuft immer ein tolles Lied im Radio und man weiß leider nicht, wie hieß dieses Lied nochmal. Und das lässt einen dann die ganze Zeit keine Ruhe. Und manchmal sind es auch neue Lieder, die man zum ersten Mal hört und sagt, wow, das ist ja so cool, das will ich unbedingt haben. Da gab es ja bei D2 schon längere Zeit die Möglichkeit, einfach eine Rufnummer anrufen, das Handy in die Luft halten, nämlich in Richtung der Tonquelle, und dann bekam man eine SMS mit dem Titel drin für 49 Cent. Aber Shazam kann viel mehr. Man macht es da ganz genauso. Man wählt die Applikation an, hält das iPhone in die Richtung der Musik und nach kurzer Zeit bekommt man eine Auflistung, wie der Titel heißt, wie der Interpret heißt, gleich eine Verknüpfung zum iTunes Music Store, wo man sich dieses Lied dann vielleicht auch direkt zulegen kann, aber man bekommt auch einen Link zu YouTube mit dem Video zum Song. Und das alles kostenlos. Die Anwendung Shazam ist kostenlos und auch die Nutzung des Dienstes ist kostenlos. Ich kann nur sagen, ein Big Wow für diese grandiose Applikation. Allen Besitzern eines iPhone kann ich nur empfehlen, besorgt euch unbedingt Shazam, und allen Nichtbesitzern eines iPhones sage ich, Leute, überlegt es euch nochmal, das ist definitiv das geilste Handy, was man derzeit für Geld auf diesem Globus kaufen kann. Besorgt es euch einfach und ihr werdet ungeahnten Spaß haben. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Würde gern von euch wissen, was ihr noch an tollen Applikationen für eure iPhones vielleicht schon runtergeladen habt und das den anderen Hörern weiterempfehlen möchtet. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Reiko.